vielen Dank, Ronny aus Stralsund. Jawohl. Also ich gestehe, das ist eine, also jetzt momentan ein bisschen schwierig. Also ich gucke gern mal gute Fußballspiele. Ihr lacht. Ja, man muss sich fast schon schämen. Aber ich hege dafür keine Sympathien für jetzt einen bestimmten Club oder irgendeine Mannschaft. Es ist mir also egal, ob Blitzgrünhufe gegen Partisan Brunnau spielt. Ne? Viele Grüße nochmal kurz nach Stralsund. Ne? Also ob das Spiel gut ist oder nicht, das weiß man leider ja erst nach dem Abpfiff. Ne? Aber was jetzt da in Katar passiert, das ist ja wohl die reinste Farce. Also Spiele mitten in der Wüste, in klimatisierten Stadien. Ja? Und wir sollen hier für den Frieden frieren. Das ist genau mein Humor. Oh. Nun gut. Pipi-Pupa-Land ist ja mit Hilfe der Fußball-Weltmacht Costa Rica noch nicht aus dem Turnier ausgeschieden, also der Unsinn geht weiter. Aber ich habe einen Vorschlag für die nächste Armbinde. Ja, ja. Also, ein im japanischen Manga-Stil gezeichnetes Einhorn, regenbogenfarbene Tränenströme heulend, sitzend auf grünem Grund. Das wär's doch, oder? Gerade jetzt, in diesem Moment, läuft ein ganz brisantes Spiel. Iran gegen die USA. Also ich bin mit den Machthabern beider Länder und deren Politik absolut nicht einverstanden. Aber ein kleines, gehässiges Teufelchen in mir würde sich über einen Triumph für das iranische Volk wirklich ein bisschen freuen. Also. Also mein Weltmeister steht ja eh schon lange fest. Italien, weil sie es durch eine ehrenvolle und sportliche Nichtqualifikation geschafft haben, an diesem Theater nicht teilnehmen zu müssen. Ja, unser nächster Gast kommt aus der Stadt des FC Hansa, aus Rostock. Sie haben unwahrscheinlich viel auf die Beine gestellt mit den Höhepunkten Ende Dezember 2021 und im Januar 2022. Da waren in Rostock dreimal hintereinander die größten Montagsdemos bundesweit. Genau, das ist ein Riesenbeifall wert. Und selbstverständlich kamen dann die Repressionen. Das ging über ein Versammlungsverbot für Jens Kaufmann, das in Teilen sogar noch heute anhält. Die Zerschlagung der Montagsdemo mittels eines Kessels am 17. Januar 2022 durch 1000 Polizisten und zwei Wasserwerfern. Einem Verbot aller Versammlungen am 31. Januar 2022, auch der bereits genehmigten Schilderdemo und der Eilversammlung in den Wohngebieten. Die Antwort war ein Friedensfest als Friedens- und Deeskalationsoffensive, das von der Versammlungsbehörde immer wieder verboten worden ist. Herzlich willkommen aus Rostock, Anja! Ja.